Buongiorno Skillati! Heute ein kurzes Video zum Thema Resteverwertung. Wir machen Parmesanbällchen aus Parmesan und übrig gebliebenen Eiweiß. Wenn ihr mein Video von Millefolie gesehen habt, habt ihr gesehen, dass es ziemlich viel Eiweiß übrig geblieben war und ich hatte in einen Schüssel zwei auf Seite gelegt, genau um dieses Rezept zu machen. Also wir brauchen zwei Eiweiß. Für 100 Gramm Parmesan und dass ich heute besonders faul bin, nehme ich die aus der Tüte. Da ist ja schon gerieben. Und wir mischen das Ganze zusammen. Wir haben hier schon eine schöne Masse, die ist noch ein bisschen zu feucht, also ich gebe noch einen guten Löffel Paniermehl, damit wir eine Konsistenz erreichen, wo wir schöne kleine Bällchen machen können. Parmesan-Frikadellchen. Und dann kommen wir auch schnell auf das Bällchen machen. Mal wieder eine sehr meditative Arbeit. Da erinnere ich euch immer bei meditativer Arbeit zu abonnieren, liken und die Glocke zu aktivieren. Mache ich heute noch. Und wir nehmen unser Teig, rollen erstmal zwischen den Händen, machen wir ganz kleine Bällchen, weil wir frittieren auch ganz, ganz kurz und stellen die auf Seite. Die Bällchen sind fertig. Es ist jetzt Zeit, Hände zu waschen und Öl zum Frittieren zu erhitzen. Die passen natürlich sehr gut als Fingerfood für ein Aperitif. Wenn ihr jetzt im Sommer ein paar Aperitive im Garten, auf dem Balkon oder wo immer genießen wollt, ich verlinke hier meine Playlist Aperitivo Italiano. Wir Italiener, wir lieben Aperitivo und es gibt ganz viele Ideen zu kleinen Fingerfood und Cocktails. Also schauen, wenn ihr Interesse habt. Ich mache jetzt hier weiter. Wie ihr seht, es ist wirklich super schnell, nur damit die knusprig draußen sind und drinnen den Parmesan ein bisschen schmilzt. Die brauchen keine Salz dazu, das ist schon salzig genug durch den Parmesan. Und wir sind ja schon fertig. Der Moment der Wahrheit, ich probiere eine.
Wie ihr seht, drinnen ist geschmolzen. Wie ihr hört, ist ganz knusprig. Einfach eine kleine Leckerei für zwischendurch. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao!